Control point B is captured. Hallo Leute, willkommen zu News 4. Heute Loadout, ein Fun-Game, Free-to-Play, Online-First-Person-Shooter von Steam. Ich kann euch nur allen wärmstens empfehlen, dass ihr euch das mal runterladet und spielt. Macht irrsinnig Laune, erinnert mich persönlich an Sachen wie Unreal Tournament und Quake und so weiter, diese Arena Wars mit auch spaßigen Sachen drin, zum Beispiel hier spiele ich gerade einen Modus, da muss man einen Hammer holen vom gegnerischen Team und zur eigenen Basis zurückbringen. Wir haben hier den Kollegen, der den Hammer gerade tragt und wir müssen den halt beschützen. Man kann den Hammer nur ablegen in der eigenen Basis, wenn der eigene Hammer auch dort ist. Also das führt manchmal zu echt lustigen Situationen, wo beide Teams den Hammer bei ihrer eigenen Base haben und keiner kann ihn aber ablegen, weil der eigene Hammer halt fehlt. Und ja, im Grunde ist jetzt im Hintergrund, da geht's richtig schnell zur Sache, da geht's ab, da geht's mehr um Spaß und Fun und einfach mit Freunden hin und wieder einloggen, ein paar Runden, ist echt witzig. Entwickelt wurde Loadout von einer Firma in Austin, Texas, die heißt Edge of Reality und wie gesagt, bei Steam ist verfügbar zum Runterladen, free to play und das ist kein Spiel, wo ihr unbedingt im Shop oder irgendwas investieren müsst. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch zum Beispiel mehr Waffenslots kaufen, aber es gibt bei dem Spiel kein Pay to Win. Das Besondere ist auch an der ganzen Waffenmechanik. Du hast quasi zwei Waffen, die du wählen kannst mit verschiedenen Feuermodis. Du kannst in so einer Spirale zum Beispiel schießen und du kannst, weiß ich, explosive Projektile, Feuer und es gibt sogar so einen Strahl, mit dem du Freunde heilen kannst und so weiter. Das heißt, in der Gruppe kann man das teilweise richtig taktisch spielen, wenn man sich einen Heiler nimmt und sagen wir drei von deinen Freunden rüsten sich halt dementsprechend aus, dass einer vielleicht mehr Flächenschaden macht, einer fokussiert sich quasi auf ein Ziel eher dann. Kann man richtig Laune haben, macht echt Spaß. Es gibt verschiedene Spielmodis, und zwar Death Snatch ist einer davon. Da muss man einfach Gegner umbringen und die droppen dann so eine Plutonium, nicht Plutonium, ich weiß nicht, irgend so eine kleine, ich weiß gar nicht, wie ich dazu sagen soll, so eine Fiole halt quasi. Und wenn man die einsammelt, kriegt das Team halt Punkte. Und das kennt man aus diesen Kill Confirmed Games von Call of Duty zum Beispiel. So ähnlich ist das mit den Dogtags dort. Ne? Und das Spiel geht wirklich nicht. Das ist nicht so ein, weiß nicht, realistischer Shooter, der halt, weiß ich, diese Waffen, Recoil und so weiter ganz realistisch macht. Da geht's mehr am Fahren. Da geht's schnell dahin. Sieht's eh, wenn man stirbt und so. Teilweise echt witzige Sachen, sogar noch nach dem Tod, was dein Charakter macht und so. Und ja, die anderen Spielmodus Extraction, da geht es darum, dass man Plutonium für sein Team sammelt, da gibt es einen Plutonium-Collector, ist recht lustig auch, und wer halt mehr sammelt, der gewinnt, wer mehr Punkte hat am Ende. Dann gibt es Blitz, da gibt es einen Kontrollpunkt, kann man so sagen, wie hier, was ihr hier seht, in dem Clip gerade, und ja, wie gesagt, ein Kontrollpunkt für beide Teams, der spawnt dann auf einer random Location auf der Map. Und kämpfen beide Teams drum, ist echt lustig. Dann gibt es diesen Jackhammer-Mode, was wir vorher gerade gesehen haben mit dem Hammer, was ich schon gesagt habe. Das führt auch zu echt witzigen Situationen. Das jetzt hier, das ganze Waffen-Customization-Menü. Gibt es einen riesen Skillbaum, wo man sich allerhand aufleveln kann. Auch richtig cool. Also man hat wirklich die Auswahl zwischen Spielmodus, diversen Waffen und so weiter. So Gadgets und so weiter gibt es nicht. Es gibt Granaten und man kann als Gadget auch noch rechnen, diesen Geschützturm,
den kann man aufstellen und so weiter, ist jetzt nicht overpowered und gar nichts. Da kann man sich auch verschiedene Geschütztürme halt wählen zwischen einem, der dich heilt, einem, der halt auf Flächenschaden macht, einer, der eher Raketen schießt, und gibt es echt viel verschiedene Sachen. Es gibt dann noch einen anderen Spielmode, der so quasi alles kombiniert. Da droppen halt diese Fiolen für die Punkte, es gibt Karten und einen Hammer, Karten sage ich, Fahnen, wie bei Conquest halt und bei dem Game-Mode, den wir vorher gerade gesehen haben, halt mit Fahnen, einem also Domination-Style-Conquest-Mode halt. Und ein Hammer zusätzlich noch und so weiter, das ist ein Annihilation-Game-Mode, der hat alles kombiniert. Macht echt Laune. Das Spiel selber hat 1,4 GB, glaube ich, also es ist ziemlich schnell runtergeladen und braucht echt nicht so viel Platz. Und ja, Waffen-Customization, habt ihr gesehen, da gibt es so viel. Da könnt ihr euch alles wählen, ihr könnt die Gegner anzünden mit Feuer, könnt so Magnetik-Elektro-Blitzschaden quasi machen. Im Nahkampf kann man halt angreifen, die Granaten hat man zwei, wenn man respawnt halt, und dann gibt es auf der Karte diese gelben Kisten für Munition, da kann man sich halt auch aufladen und ja, macht richtig Laune. Hat sich's runter und ist jetzt, ich da flüchtig zum Beispiel gerade mit dem Hammer. Und ich habe keinen guten Clip, wo ich Leute umhack mit dem Hammer, leider. Ich habe einmal, zwei, glaube ich, erwischt. Macht richtig, richtig Spaß einfach. Da, genau da, ja, perfekt. Kann man richtig rein dreschen mit dem Hammer auch. Ladet euch's runter, bitte, es ist echt cool. Wenn ihr mal eine Runde zusammen zocken wollt, seid herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren. Im Grunde gibt es viel mehr nicht zum Sagen über das Spiel. Es ist einfach mehr so ein Fun-Game. Und ja, es ist jetzt die Engine, könnte vielleicht Team Fortress sein oder irgendeine ältere Engine wie Source Engine oder so. Auf jeden Fall, mir macht Spaß. Ich habe mir gedacht, schneide ich kurz zusammen für euch, zeige es euch auch. Und ja, macht euch eure eigene Meinung. Sagt es mir in die Comments, was ihr denkt darüber. Und ja, ich sehe euch im nächsten Video, liebe Freunde. Danke fürs Zuschauen. Subscribed für more News. DCRP Battlefield kommt. So schnell sind wir fertig ist. Ja, danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Quadox. Bis zum nächsten Mal. AGV out.